Ja, Viktoria Köln, ne? Ja. Nach der Vergangenheit von mir. Wird auf jeden Fall komisch sein, ne? Nach 10, 11 Jahren, die du da warst. Es ist dann kein gewöhnliches Spiel. Wird schon komisch sein, auf jeden Fall. Nach den 11 Jahren bei Viktoria, wo wir 8 Jahre für unseren Aufstieg dann in diese dritte Liga gebraucht haben, in dem letzten Spieltag gegen Gladbach, was wir dann 1-0 gewonnen haben, das Spiel bleibt, glaube ich, für immer in meinem Kopf. Ich habe das Tor gemacht, wir mussten das Spiel gewinnen und haben dann 10 Minuten vor Schluss einen Elfmeter bekommen. Und wenn du dann eine Vergangenheit hast von 8 Jahren, die du dann davon bist du 7 Jahre gescheitert, und wenn du dann da am Punkt stehst, dann geht dir auf jeden Fall in 30 Sekunden, glaube ich, die ganzen 7 Jahre durch den Kopf. Von daher war es eine Erlösung. Von der Geburt meiner beiden Kinder. Das hätte ich gerne auf Video, weil es einfach ja, die zwei schönsten Momente in meinem Leben waren. Das werde ich nie vergessen. Wie gesagt, es ist unbeschreiblich, wenn dein eigenes Kind dann auf dem Arm hast, das erste Mal. Ante hat die Haare schön, würde ich gerne loswerden. Ne? Solche Sprüche untereinander, immer was dazugehört. Und da ist unser Trainer auch offen für. Das ist ein besonderer Verein und für mich natürlich nochmal eine Wahnsinnsgeschichte, in meinem 35-jährigen Alter dann nochmal die Möglichkeit zu bekommen, bei so einem Club zu spielen. Das hat mich gefreut, da die Anfrage zu bekommen, und habe dann auch den Wechsel dann vollzogen, wenn es auch für viele überraschend kam. Meine Heimatstadt. 11 Jahre in einem Fußballverein zu spielen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr so gang und gäbe. Und natürlich viele Abschied schwer. Dich dann zu verabschieden von den Jungs und so, das gehört ja dazu. Und das sind dann Momente, wo du auch mal schlucken musst. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.